Stelle Slavko vor. Ich möchte nur einfach meine Bewunderung sagen für seine drei, weiß Gott, besonders dicken, inhaltsreichen, kompakten Bücher, die die Wissenschaft wirklich vorangebracht haben. Das ist einmal das Thema Der Spiegel, das Thema, was uns heute besonders interessiert, Video Closed Circuit, mit den kompletten bis zum Jahre, was war es jetzt, 2006, ne? 2004, bis allen Video Closed Circuit Installationen bis 2004, die dort auch auf einer Scheibe anzusehen sind in Fotos, eine unglaubliche Arbeit. Und sein erstes dickes Buch, wo ich auch in die Knie gegangen bin, seine wunderbare Dissertation über Marcel Odenbach. Und da möchte ich wenigstens einen kleinen Schlenker auch wieder machen, dass wir hier die Freude hatten, in der Akademie der Künste dann sein neues Buch über Marcel Odenbach und von vielen Autoren zusammengestellt. Darunter durfte ich dann auch sein. Von daher hat er jetzt lieber das Wort, damit er beginnt zum Thema Video Closed Circuit bei Bill Viola. Er hatte jetzt noch nicht mal die Chance, die Ausstellung zu sehen, aber ich habe ihm kurz erzählt, welche Installationen sind. Und dann sagt er, mein Gott, dann muss ich aber morgen früh hin, damit ich endlich Richard Krieches Zwillinge-Installation mal sehe, was ich in meinem Leben noch nicht habe. Und das, glaube ich, um meinen Schlusssatz zu sagen, ist einfach die Chance dieser Ausstellung, dass viele Dinge, die wir als Schwarz-Weiß-Foto oder manchmal vielleicht sogar als Farbfoto sehen, aber nie nachvollziehen können, was ist denn eine Video-Closed-Circuit-Installation physisch, psychisch, was tut sie mit einem, wenn ich selber der Inhalt einer Kunstanordnung, eines Kunstwerkes werde. Und deshalb ist das auch wieder eines der Probleme, mit dem jeder Vortragende auch konfrontiert ist. Und jetzt gebe ich Ihnen das Wort und bedanke mich, dass wir gemeinsam den Weg hier etwas verspätet gefunden haben. Vielen Dank, Herr Söhne. Ja, meine Damen und Herren, Bill Violas Closed-Circuit-Video-Installationen sind nicht besonders gut dokumentiert und erforscht worden, weder in Ausstellungen noch in anderen Forschungszusammenhängen. Violas rezente Retrospektive im Grand Palais in Paris schloss so charakteristischerweise den Zeitraum vor 1977 aus, wie viele andere Ausstellungen aus. Zwischen 1972 und 1976 realisierte Viola aber alle seine 14 Closed-Circuit-Video-Installationen und ich werde im Folgenden einige von Ihnen sehr kurz vorstellen, um anschließend Ihre Kontextualisierung zur Diskussion zu stellen. Man kann zwischen vier Gruppen unterscheiden. Zuerst würde ich zwei Arbeiten zählen wollen. Instant Replay und Walking into the Wall. Die erste von ihnen ist eine, man könnte sie nennen, One-User-Installation in einem kleinen Privatzimmer in der School of Art der Syracuse University aufgestellt. Hier stand auf einem Tisch oder befanden sich zwei aufeinander gestellte 12-Zoll-Monitore. Der obere zeigte das Live-Video-Bild des davon sitzenden Betrachters. Und während der untere Monitor zeigte das gleiche Bild mit einer Zeitverzögerung von 7 Sekunden. Der Zeitverzögerung von Instant Replay folgte eine Art Raumverzögerung der Installation Walking into the Wall. Hier davon habe ich keine Abbildung, wie auch von einigen anderen leider. Jedenfalls kann man es kurz beschreiben. Der Besucher in der abgedunkelten Raumhälfte könnte hier den eintretenden Besucher als Live-Videoprojektion in Lebensgröße sehen, kurz bevor dieser selbst den abgedunkelten Teil betrat. So entstand ein Eindruck, als würde die herantretende Person tatsächlich aus der Videoprojektion hinaustreten.
Zur zweiten Gruppe der Closed Circuits von Bill Viola würde ich drei weitere experimentelle Arbeiten zählen wollen, die weitere Potenziale von Closed Circuit Video demonstrierten, welche allerdings aus heutiger Sicht eher eine Selbstverständlichkeit darstellen oder man könnte sagen nichts Besonderes, wenn man im Fall von Localization hier eine audiovisuelle Verbindung sich vorstellt zwischen zwei Orten auf dem Universitätsgelände mit einer Interaktionsmöglichkeit für die User und auch mit etwas Video-Feedback. Die nächste Installation, Quadrans, ist noch etwas schwieriger zu beschreiben. Hier ging es um eine Situation, bei der eine stereometrische Anordnung von vier Monitoren in Zusammenspiel mit ihren Live-Video-Bildern ineinander geschachtelte und fragmentierte, auch zeitverzögerte Aufnahmen zeigte, sodass insgesamt ein Eindruck, also mit Hilfe von Live-Video-Bildern und diesen vier Monitoren, ein Eindruck, eine virtuelle Rotation der Bildschirme, das Ganze ergab so einen Eindruck. Und dann eine weitere Installation, Bank Image Bank, davon habe ich einige Bilder. Sie war dagegen eine ortsspezifische Arbeit, die das Überwachungssystem der Lincoln First Bank in Rochester quasi von innen nach außen verdrehte und 12 schwarz-weiß 17 Zoll Monitoren zeigte, die mit 8 schwarz-weiß Live-Überwachungskameras präsentierte. Das Ganze als ein Panoptikum. Es gab es auch diese Schwenkköpfe, also alles, was man normalerweise mit diesem Überwachungsästhetik verbindet. Michael Klier 1983, und einige andere wunderbare Arbeiten aus späteren Zeiten kennen wir, die das thematisierten. Aber wenn man jetzt ganz konkrete Vergleiche vielleicht anstellen will, so könnte man den berühmten kanadischen Filmemacher aus Toronto, Michael Snow, nehmen, bei dem sich auch Viola dann in Zeit seines Studiums in Syracuse auch einiges angeschaut hat, nennen. Und diese Installation hier auf der rechten Seite, bei der eine rotierende Maschinerie, also eine rotierende Closed-Circuit-Videokamera den gesamten Raum erfasste und mit Hilfe dieser vier Monitoren dann auch wiedergab. Etwas Ähnliches versuchte oder realisierte Stane Wasulka auch etwas später mit dieser Installation All Vision, wo zwei Kameras mit Hilfe einer verspiegelten Kugel und zwei Live-Monitoren ebenfalls eine Art Panoptikum geschaffen wurde. Zur dritten Gruppe der Closed Circuits von Bill Viola möchte ich fünf Installationen aus dem Jahre 1974 zählen, von denen drei im Rahmen der Einzelausstellungen in der Ausstellung in der später berühmt gewordenen The Kitchen in New York realisiert wurden. The Kitchen war eine Initiative zur Förderung und Präsentation der Video- und Performance-Kunst, welche von Stane Wasulka und Woody Wasulka bis 1973 geführt wurde und dann auch von anderen übernommen wurde. Bill Viola stellte dort also kurz danach drei Installationen aus, in denen das menschliche und videografische Wahrnehmungsapparat aufeinander bezogen waren. Man kann auch von einer Art zänkische Abrechnung mit der Unzahl von zeitverzögerten Closed-Circuit-Video-Installationen sprechen, die der junge Künstler zunehmend kritisch ansah. Im Fall von der ersten Installation Mock Turtles bestätigte es Künstler ausdrücklich, er schrieb von einer Idee for this piece arose after becoming bored with both creating and witnessing the many videotape delayed pieces presented throughout the early years of the medium. Was er sich dabei dachte, das kann man mehr oder weniger vermuten, aber auch aus Gesprächen oder Interviews erfahren,
Das war zum Beispiel in diesem Fall ging es um eine Einzelausstellung von Frank Gillette im Iverson Museum of Art in Syracuse, wo Bill Viola auch angestellt war, schon während seines Studiums als technischer Berater und Helfer. Und er hat auch hier direkt und sehr aktiv und umfangreich Frank Gillette auch geholfen beim Aufbau dieser Installationen mit verschiedenen Tieren und Live oder Closed Circuit Video Konstellationen und so weiter. Und natürlich eine andere, Dan Graham mit fast 2 Dutzend Closed-Circuit-Video-Anordnungen mit Time Delay, die er in Nova Scotia in diesem einem Jahr ausprobiert habe. Und so habe ich gehört auch, dass auch das eines der wichtigsten oder bekanntesten Werke hier in der Ausstellung ist. Das heißt, Mock Turtles in diesem Fall ging es darum, dass um eine Kolonie von Kastenschildkröten, die mit einer kleinen Zeitverzögerung von Bill Viola gezeigt wurden, also mit Live-Video, da sie sich aber kaum oder sehr langsam bewegten, zeigte sich auch die Absurdität dieses ganzen Aufwandes. Im Fall der zweiten Installation, Decay Time, auch hier ist keine Abbildung vorhanden, ging es um eine Live-Videoprojektion, diesmal im abgedunkelten Raum, in dem in Abständen von 40 Sekunden Stroboskoplicht aufblitzte, sodass man nur durch das Nachbild auf der Retina und auf der Retina des Video, der Vidicon-Röhre, wenn man will, der Live-Kamera und des Monitors ein visueller Eindruck entstand. Man könnte sagen, dass während die Aufmerksamkeitsschwelle im Fall von Mock Turtles überschritten wurde, bei Decay Time wurde das unterschritten. Und schließlich die dritte Installation aus The Kitchen hieß Peephole. Hier wurde die vordere Wand als Projektionsfläche für eine Schwarz-Weiß-Videoprojektion genommen, bei der auch ein Loch eingelassen wurde, in das der Betrachter, die Betrachterin hineinschauen konnte. Wenn man sich im Raum befand, so könnte man als eine große Projektion das Auge dieses Voyeurs, dieser Voyeurin sehen. Und man könnte sagen, dass neben diesem Kommentar zum Voyeurismus, diese Installation mit diesem Fangcharakter schon damals in einer Tradition stand, die mit Les Levine, Dan Graham, auch Bruce Nauman, wie auch seine berühmte Installation Live Tape Video Corridor ist hier zu sehen aus dem Jahr 1970. Das heißt, diese Tradition fand noch einmal auch ihre Renaissance Mitte der 90er Jahre, als die Closed-Circuit-Video-Installation insgesamt dank der erleichterten Verfügbarkeit der Apparatur ihre zweite Blüte erlebten. So könnte man diese Installation von Christine Lach hier auf der linken Seite, könnte man sich vorstellen, dass die Installation von Bill Viola Peephole in etwa in diese Richtung gedacht wurde und so weiter. Ja, eine weitere auch auf der rechten Seite der Professor Herzog und Pate stand. Oder Concha Jerez, Polyphemus I aus dem nächsten Jahr und so weiter. Und dann eine weitere Installation mit dem Titel Trapped Moments wurde in der Schweiz, in Lausanne, ausgestellt. Sie war eine weitere, nun buchstäbliche Fanginstallation. Hier stellte Bill Viola eine Kamera, eine Live-Videokamera auf im Kellergeschoss und nahm eine dort befindliche Mausefelle mit Käseköder auf, und oben konnte man in der Installation an einem Monitor diese Situation voller Spannung oder nicht beobachten. Und noch an einer anderen Stelle könnte man diese Beobachtung, also als eine Art Beobachtung der zweiten Ordnung, Beobachtung dieser Beobachtung sich anschauen. Bill Viola
schrieb auch, oder wie bei allen diesen frühen Installationen, ausführliche oder bereitete auch ausführliche Beschreibungen vor und so weiter. Und hier betonte er, dass ihn dieses Event oder dieses einmalige Ereignis vor allem interessierte, diese Irreversibilität und vor allem auch, wie eben so ein Zustand der Antizipation und Spannung entstand und was wiederum auch in andere Richtung führte. Das könnten wir auch mit in etwa vergleichbaren Installationen vom späteren Bruce Naumann in Zusammenhang setzen, wo Bruce Naumann, wie in diesem Fall in Düsseldorf, Live-Videobild und den Betrachter, aber auch Videokonserve integriert und eben diese Spannung zwischen virtuellen und realen Erwartung und so weiter. Und schließlich im Frühjahr 1974 zeigte Viola A Separate Selves, eine weitere Closed-Circuit-Video-Installation in Syracuse, die sich im Wesentlichen aus einer Wandprojektionsfläche zusammensetzte und drei Live-Videokameras, das heißt drei Live-Videoquellen, haben den Betrachter aufgenommen und je nachdem, ob man sich genau in dem Spot befand oder etwas nach links oder rechts, so verschob sich eben dieses Self, also dieses jungsche Self, von dem auch Peter Campos und Bill Viola geschrieben haben. Und, und hier könnte man auch noch einen Vergleich anstellen und ich finde, das ist hervorragend. Ich weiß es nicht, haben Sie erwähnt, dass auch Iris von Les Levine, nicht hier, okay, gut. Participation, gut. Es interessant ist, dass mir auch Bill Viola 2002 in einem Interview auch gesagt hat, dass Iris von Les Levine eigentlich die erste künstlerische Closed-Circuit-Video-Installation war, die er selbst sah. Und auch diese besteht aus diesen drei Live-Video-Quellen, die dann auch, man arbeitet auch mit Farben und mit unterschiedlichen Aufnahmewinkeln und so weiter. Und rechts sehen wir auch die erste Closed-Circuit-Video-Installation von Namjoon Paik, die wunderbarerweise auch hier mit vielen anderen auch Closed-Circuit-Video-Installationen zu sehen ist, auch noch einmal Arbeit mit drei Live-Video-Quellen. Und um schnell zum Ende zu kommen, die vierte Gruppe der Closed Circuits beinhaltet schließlich vier Installationen aus dem Jahre 75 und 76. Bei der Installation Il Vapore verwendete Bill Viola ein vorproduziertes Videoband, hier links könnte man das in etwa kennen, das den Künstler in der gleichen Rauminstallation zeigte, in der auch später die Installation stattfand. Prinzipiell war das zu sehen, wie der Künstler vor einem Metalltopf kniet und diesen mit Wasser aus einem Eimer füllt, indem er das Wasser mit dem Mund aufnimmt und dann in den Behälter ausspuckt. Also eine rhythmische, meditative eigentlich Situation. Für die Installation im Ausstellungsraum wurde so ein schmaler Verschlag, eine Art Korridor abgeteilt, so dass die Betrachter dann auch sowohl die Present als auch Past, also die jetzt und zuvor in einem gleichen Raum sehen, erleben könnten und etwas Ähnliches wurde dann auch mit Rain und Olfaction getan. Wie Sie hier sehen, das ist die reale Person, aber links daneben ist diese gemischte oder vermischte Situation zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Und so über Olfaction kommen wir zur vielleicht bekanntesten oder bestimmt bekanntesten Closed-Circuit-Video-Installation von Bill Viola, He Weeps For You, die
die aus, bei der sich Viola nun vollständig auf die dem Hier und Jetzt selbst innewohnende Prozessualität konzentrierte. Hier ging es um einen abgedunkelten Raum, in dem ein Kupferrohr senkrecht von der Decke verlief und endete an einem kleinen Ventil, aus dem langsam und gleichmäßig immer wieder ein Tropfen Wasser quoll. Das wurde mit einem Mikroobjektiv, mit einer Farbvideokamera aufgenommen und gleichzeitig projiziert. Diese Tropfen, diese langsam sich verziehende Tropfen, fungierte natürlich auch als eine Linse, sodass man, wenn man in diesem Spot hier sich befand, sodass man sich um 180 Grad umgekehrt sah, eine Situation, eine Position, die viele aus den Bill Violas Installationen der letzten 20 Jahre vielleicht kennen. In einem Brief an Wolf Herzogenrath, in dem Viola seine letzte Closed-Circuit-Video-Installation beschreibt, zitiert der Künstler den Satz des islamischen Mystikers Jalaluddin Rumi aus dem 13. Jahrhundert, den Erneuerer des Islams, der im Übrigen Bilder als, ausdrücklich als Lügen bezeichnete, und den Satz: "Know that at each moment a world is born and dies, and for the with every moment come with death and renewal." Das Erste, was mir wichtig erscheint, ist natürlich diese frühe experimentelle Phase und Phase des Studiums zwischen 70 und 73 an der University of Syracuse. In der Zeit besuchte Viola auch den von Peter Campus dort geleiteten Workshop, auch ein Closed Circuit, eine wichtige Closed Circuit Arbeit. MEM ist hier zu sehen, wie ich erfahren habe. Und dort wurde Viola von Campus psychologisch und wahrnehmungstechnisch intensiven und präzisen Arbeiten und dem künstlerischen Ethos des älteren Künstlers sehr stark beeinflusst. Diese und andere Begegnungen, auf die ich auch hier nicht näher eingehen kann, und auch Einflüsse, sie erhöhten seine Sensibilität für das Prozessuale, wie er selbst sagte. "The crucial thing for me was the process. I never thought about video in terms of images so much as electronic process, a signal." Also, hier sind wir. Und kongruent und zeitlich parallel zu Peter Campus näherte sich Bill Viola dem Visuellen ohne jeden Versuch, den ontologischen Status des Bildes künstlich zu konzipieren oder zu begründen. Das Bild war, so meine ich, also nicht das Ziel. Barbara London erklärte 1987, dass Viola mit Eigenschaften von Video konzeptionell umginge, während er seine persönlichen Erfahrungen eher emotional verarbeitete. Inzwischen würde ich dazu tendieren, keinen Widerspruch hier erkennen zu wollen zwischen diesem konzeptuellen und diesem existenziellen, indem er die kontinuierlich überschreitenden Schwellen der Erfahrung reflektierte, markierte Viola die Linie seiner künstlerischen Entwicklung, ohne ihre Ausgangspunkte zu verlassen. Ausgangspunkte, die im Closed Circuit Video sich befanden oder dem, was er selbst strukturales Video nannte. Eine Verschiebung lässt sich dennoch in Violas Studienzeit in Syracuse und unmittelbar danach zurückverfolgen. Während Peter Campus Video als eine Funktion der Realität nannte, setzte Bill Viola Campus psychologische Forschung in der Beziehung zwischen Video und Cogito, zwischen Sehen und Denken fort, um sein eigenes Erkenntnisinteresse zum Ausdruck zu bringen, wie er auch in einem Interview sagte: "In how thought is a function of time, there is a moment where the act of perception becomes conception, and that is a thought." Also konzeptionelle, perzeptionelle und denktechnische Ebene, sie stellen eins und das Gleiche aus einer Sicht dar. Darin liegt auch der Grund, warum die Forschung den angeblichen Widerspruch zwischen Violas später opulenten Bildern und seinen konzeptuellen Bildersturm, seine früheren konzeptuellen Phase, nicht löste und dadurch auch die Kontinuität zwischen Violas früheren Live-Video-Arbeiten und späteren inszenierten Arrangements entsprechend wenig analysierte.
Hier kommt noch ein wichtiger, finde ich, oder bezeichnender Satz oder von Bill Viola. As if memory were a sort of filter, another editing process. In fact, the editing is going on all the time. Images are always being created and transformed. Das heißt, dass Viola diesen Widerspruch zwischen live und edited nicht als solches sieht. Und hier gibt es, hier bieten sie sich automatisch für alle, die etwas sich mit Video beschäftigt haben, viele interessante Parallelen. Es geht um diese Dialektik von Kontrolle und Scheitern, die angesehen werden könnte als direkte Fortsetzung von Duchamp zu Pike auf der einen Seite und von Naumann zu Campus. Das könnten wir auch vielleicht dann im Gespräch vertiefen. Jedenfalls, hier ist auch ein sehr, sehr, sehr bekannter Spruch von Nam June Paik: The feeling man shoots, the thinking man edits. Also Paik und Viola, die man sonst vielleicht nicht unbedingt immer zusammen sehen würde. Und auf der anderen Seite eine für mich persönlich zumindest interessante Parallele, als ob Marcel Odenbach im Jahre 1968 mit dieser Arbeit As If Memory Could Deceive Me, also mit dem Titel dieser Arbeit, die ihm endgültig zum internationalen Durchbruch verholfen hat, als ob er dort einen Satz von Bill Viola aus dem Jahr zuvor zitiert. Dass das nicht völlig ausgeschlossen ist, davon spricht auch die Tatsache, dass Bill Viola Marcel Odenbach seitdem sehr lobte und als einen der wichtigsten Videokünstler ansah. Genauso wie er auch Peter Campus wichtig ansah. Er sprach über Campus als one of the most important artists. Für Viola fungierte Campus also durchaus als Vorbild, dem er zunächst als frisch Graduierter in erwähnter Workshop erleben konnte und gleich im Anschluss beim Aufbau von Campus Einzelausstellung mit dem Titel Closed Circuit Video im Iverson Museum in Syracuse in 1974 half. Was interessant ist, dass für im Fall von Peter Campus, dass er sich jetzt quasi nicht vom Groß zum Klein oder vom Bild zum Prozess bewegt, sondern umgekehrt. Ja? Also es geht immer wieder von Dynamis zu Stasis. Und das ist etwas Ähnliches, strukturell Ähnliches, können wir auch wieder bei Bill Viola finden. Schließlich, damit möchte ich langsam zum Ende kommen, im Jahr 2010 lieferte Bill Viola in einem Text in Art in America eine Hommage an Peter Campus und seinen Beitrag zu dem Medium, zum Video und zur Kunst im weiteren Sinne. Viola öffnete den Text, seinen Text mit einem Zitat von Peter Campus aus dem Ausstellungskatalog der von Wulf Herzogenrath kuratierten Peter Campus-Retrospektive in der Kunsthalle Bremen 2003. Also Sie sehen, dass ganz vieles hier in Regie von meinem lieben Kollegen Professor Herzogenrath stattfindet. Er schreibt, when I was young, I made myself a prisoner of my room und so weiter und so fort. Dies erinnert wiederum einerseits an Bruce Naumanns berühmte aufgezeichneten Indoor-Performances in der Werkstatt von Roy Lichtenstein und Paul Waldman in Southampton, Long Island, während Campus selbst diesen entscheidenden Einfluss Naumanns, der im Übrigen 4 Jahre jünger ist als Campus selbst, auf seine Arbeit immer wieder hervorhob, sprach von einer Ausstellung Naumanns in der Galerie Castelli in New York 1969. Auch die Dynamic Field Series von 1971 von Peter Campus wurde durch einen Einfluss dieser frühen Arbeiten getan. Auf der anderen Seite denkt man auch an Bill Violas berühmt geworden und vielleicht in der Forschung am meisten analysierte Installation Room for St. John of the Cross. So sieht man weitere Parallelen zwischen, oder sieht man, warum Bill Viola so sehr auf der Parallele zwischen Mystikern und Künstlern insistierte, als er damals sich mit verschiedenen Mystikern und verschiedenen Religionen zu beschäftigen begann.
weil die einen wie die anderen wurden von Viola als Außenseiter in ihren jeweiligen Religionen oder Gesellschaften verstanden. Aus unserer retroanalytischen und vergleichenden Perspektive scheint jedoch ein anderer Bezug mindestens so signifikant, was Viola betonte in Campus Verständnis von Video, Bild und Prozess, kann durchaus auch als ein selbstreflexives Statement von Bill Viola angesehen werden. Er schreibt von einem so-called, sogenannten Video-Image und so weiter. Und was für ihn am wichtigsten erscheint, er sagt im letzten Satz hier, but perhaps the most extraordinary aspect of the medium is that the image is alive. 1975 in der Selbstbeschreibung seiner eigenen Installation Sev, Peter Campus schreibt auch, Image is alive. Diese Koinzidenz von Image und Liveness, führt Viola fort, hat so radikal verändert unsere Erfahrung von Zeit und Raum, dass man so etwas wie Realzeit, diesen Begriff, erfand. Und es kommt auch noch eine weitere aufrichtige Hommage, also die Violas aufrichtige Hommage an Campus spricht auch aus diesem weiteren Zitat, in dem er schreibt, dass nur wenige eben diese Präzision und diese Tiefe des Live-Moments in der Kunst gefolgt sind wie Peter Campus. Ja. Was am wichtigsten erscheint, das ist jetzt hier im letzten Satz, er schreibt, that the central core of my living being, my aliveness, is the same essence present with all people, within all people, and furthermore that this essence extends beyond the human family and lies embedded in the foundations of nature. Viola schrieb in Bezug zu Campus über einen der one of the most accurate and extraordinary representations of sentience oder Empfindung ever made by an artist. Und diese Kanonisierung der konstanten Präsenz in Campus Work, die, wie er schreibt, die ist sensed but not seen, also gefühlt, aber nicht gesehen, sie geht Hand in Hand mit Violas eigene Gleichsetzung von Bild und Zeit als eine Art substanzlose Substanz. Auch wenn Violas später weltweit berühmt gewordene Bildsprache im Jahr 1991-92 entstand und ihr Ausgang nahm das in einer wichtigen Ausstellung in der Kunsthalle Düsseldorf und der dann auch vier weitere Ausstellungen durch Europa folgten. Die inhaltliche Veränderung nahm bereits mit seinen letzten Videoinstallationen spätestens 76 ihren Lauf. Bill Violas Zugang zu Closed Circuit Video war trotz allen bekannten, oft erzählten Anekdoten, die eine plötzliche Offenbarung oder Vision suggerierten, alles andere als eine plötzliche Vision. Diese entstand in Schritten als Ergebnis eines intensiven Prozesses, in dem Prozesskunst in Violas Interpretation als eine kontinuierlich erweiterte audiovisuelle Schwelle der Kunstgeschichte und visuellen Kultur erscheint. Allerdings bleibt diese Schwelle selbst vielleicht noch nicht ausreichend analysiert als ein kritischer Begriff. Und dies ist, was neuere Forschung versucht zu beschreiben, mit einem, so meine ich, noch völlig offenen Ergebnis. Jetzt in einem oder zwei Monaten erscheint eine ganz frische Dissertation auf Deutsch über Bill Viola, in der sich zum Beispiel Walter Benjamins Schwellen und Abi Warburgs Distanzraum und Zwischenraum Verbindung zu Violas Schwingungen zwischen Distanz und Nähe gebracht werden und diese wiederum zum kollektiven Gedächtnis. Also ein Einspruch bezüglich des inhaltlichen Fokus Violas auf die Schwellenbereiche zwischen Geburt und Tod wurde hierzulande auch schon im Jahre 2000 von Götz Grossklaus erhoben worden, als er meinte, dass der Künstler das Intervall und Interface sowie Schwellenthema überkodieren würde.
Violas Installationen der letzten zwei Jahrzehnten könnten vielleicht auch als Modelle und Metaphern dessen, was man immer noch als postmoderne, sublime Kunst und Ästhetik versteht, angesehen werden. Das heißt, Diskontinuität, Hybridisierung und alle anderen diese Eigenschaften, die in diesem Zusammenhang stehen. Alle zusammen pendeln dabei an der Schwelle oder Schnittstelle zwischen den wahrnehmbaren Dimensionen, wie Viola abschließend in seinem Text über Bill Viola, über Campus schlussfolgert. Er schreibt, this constant falling, the incessant quest for some unknown thing beneath, beyond or just out of reach has possessed Peter Campus his whole life and like many artists at certain times has pushed him to the edge. Violas Kunst in Toto repräsentiert die historische Schwelle, so könnte man in letzter Konsequenz festhalten, diese Schwelle, aus der sie selbst hervorgegangen ist, und als solche passt sie auch nicht gänzlich in die postmodernen Rahmen. Diese Schwelle wurde mit Peter Campus Einzelausstellung in Syracuse 1974 markiert, als er, wie erwähnt, das Video als die Funktion der Realität beschrieb. Wolf Herzogenrath schrieb 1979 im Text des Ausstellungskatalogs der von ihm kuratierten Campus-Ausstellung im Kölnischen Kunstverein, ich zitiere, dass seine Campus-Arbeiten exemplarisch in ihrer Klarheit und Präzision Möglichkeiten für einen künstlerischen Gebrauch von Video sichtbar werden lassen. Zitat Ende. Campus Closed Circuit Video Installationen hinterließen tatsächlich einen bleibenden Eindruck und Einfluss auf viele seiner Zeitgenossen, und Bill Viola, der heute meist bekannte und vielleicht wichtigste Videokünstler, gehört unbedingt dazu. Noch wichtiger erscheint mir auch die Konsequenz, mit welcher Viola das Prozessuale und dennoch auf das Hier und Jetzt zusteuernden Charakter seines Mediums Video evoziert. Das Video bezeichnet nicht nur den Prozess des Sehens oder der Visualisierung, sondern es erfüllt die Bedeutungsvielfalt seiner ursprünglichen lateinischen Etymologie. Hier sind einige wichtige Konnotationen. Die Elemente der Kognition, der Erfahrung, der Aktion gehören unbedingt dazu. Viola zeigt uns also nicht erst seit 1992 oder 1979, sondern schon seit 1972, 73, 74, dass das Video auf Prozessualität gründet. Video lässt sowohl die Differenz zwischen Bild und Nichtbild als auch die zwischen dem Analogen und Digitalen als spekulativ und normativ erscheinen. Und damit positioniert es sich unter anderem auch als Epizentrum einer Kunst, die nach der vergleichsweise fruchtlosen Diskussion über die neue Medienkunst wohl am besten als Prozesskunst zu nennen wäre. Eine Kunst, die mehr auf Perzeption als auf Messung setzt, mehr auf Kognition als auf Berechnung und auch mehr auf Metabolismus als auf Datenverarbeitung. Vielen Dank für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Vielen Dank für einen Einblick, den selbst der Fachwissenschaftler sozusagen noch als verborgen bezeichnen muss, und dass selbst Sie, der nun wirklich sich seit Jahrzehnten, können wir sagen, mit diesem Thema beschäftigt, von Bill Viola und seiner Frau Kira noch nicht dann Fotos von bestimmten Arbeiten bekommen habt, geschweige denn die Zeichnung, oder das zeigt, welche mühsame und wunderbare Arbeit Sie geleistet haben, um uns dieses Vorfeld zu zeigen. Vielleicht als Information auch für Sie: Natürlich hätte ich gerne Bill Viola in der Ausstellung mitgehabt, da ich aber selbst für die Nationalgalerie ja dieses He Weeps for You angekauft habe vor 20 Jahren, und sie fest installiert ist im Hamburger Bahnhof und es ist nur zugemacht, hatte ich Udo Kittelmann und Joachim Jäger gebeten, ob sie nicht parallel zu unserer Ausstellung dann wenigstens den Raum wieder zugänglich machen. Aber ich sage mal vorsichtig, aus irgendwelchen nachvollziehbaren Gründen ist es nicht machbar gewesen. Und so fehlt natürlich in der Ausstellung Bill Viola, weil ich hoffte, wir könnten hinweisen auf Nationalgalerie, wo ja auch eine Peter Campus aus
Installation zur Sammlung gehört. Das vielleicht nur so als kleinen Einblick. Wir haben ja sozusagen zwei Elemente, die jemand, der nicht selbst in einer Closed-Circuit-Installation war, nicht mit einem Schwarz-Weiß-Foto nachvollziehen kann. Frage ich doch einmal ganz primitiv, wie kam Ihr Interesse an dem Thema? War das über den Kopf, weil man sagte, ich möchte mich mit dem Thema prozessual beschäftigen, oder kam es durch die emotionale Verstörung, die bei bestimmten Installationen da ist? Also ich versuche diese Frage ganz kurz zu beantworten, wenn Sie mir versprechen, dass Sie mir die gleiche Frage auch beantworten, was Sie betrifft, weil ich denke, dass eigentlich etwas ist, was Kunsthistoriker oder auch viele andere akademische und nicht akademische Berufe, dass es etwas ist, was eine sehr universelle Bedeutung beinhaltet. Also dieses Prozessuale, also das, was mit uns geschieht, wie das Prozessuale auf das Hier und Jetzt zusteuert, sich zusammenzieht oder wieder auseinanderzieht. Also diese Beschäftigung mit dem was, vielleicht könnte man so ausdrücken, was nach dem Bild geschieht. Ja? Also Nachbilder jetzt, könnte man in deutscher Sprache sehr wunderbare Spiele machen. Aber mich als Student der Kunstgeschichte damals in Zagreb, habe ich mich gefragt, was geschieht nach dem Bild, nach dem fotografischen Bild. Ja? Beide fokussieren sich auf die Fläche, im Sinne von Clement Greenberg, diese Rede von Medienspezifizität. Ja. Die Frage war für mich jetzt, wie ist es, was geschieht jetzt? Also wie könnte man das jetzt mit den bescheidenen Ekphrasis und Beschreibungsmitteln der Kunstgeschichten erfassen? Und das heißt, dass diese Entscheidung, dass dieses Interesse für eben das Live, das was sozusagen vielleicht auch auf dem ersten Blick inhaltslose, das war vorhanden ein paar Jahre bevor die ersten Eindrücke überhaupt entstanden sind. Das ist vielleicht etwas merkwürdig. Ja? Danach bekam ich die Gelegenheit, in Wuppertal im Studio von Ursula Wefers dort alle möglichen Videobänder der Videoakademie Düsseldorf und also eine ganze Phase 70er, 80er Jahre, die dort entstanden sind, mir anzuschauen, inklusive manche Dokumentationen. Das heißt, zunächst die Dokumentation und das Gelesene, und erst dann kam die Wiedererkennungseffekt. Ich erinnere mich, das war, glaube ich, 96 oder so, eine größere Ausstellung von Bruce Naumann, respektive im Centre Pompidou. Ich kann mich noch erinnern, ich bin von Düsseldorf nach Paris und zurück, also im Stück, also quasi habe ich getrennt, ja, also hin und mit 15 Installationen im Stück, ja, das muss man einfach gesehen haben, und zurück und so weiter, ja. Und ja, so, also das ist am schwierigsten im Übrigen auch zu sammeln, ja, und das war auch noch eine Motivation, überhaupt diese Arbeit zu machen, um dann die Beschreibungen und Abbildungen und Dokumentationen versuchen zu sammeln, weil eben, weil wie Sie sagen, ja, also alles, was fehlt, also das ist, hier ist die Liste dessen, was fehlt am längsten, ja, weder Ton noch Bewegung noch alles andere, ja, und dadurch kam es auch dazu. Natürlich, da stolperte ich nicht einmal, sondern jedes Mal, ja, über Ausstellungen und große Ausstellungen, wirklich historische Ausstellungen, die sie selbst in den 80er Jahren dann auch realisiert haben als Kurator. Und ja, und so kam Zufall auf Zufall. Und wie wäre das jetzt umgekehrt? Ne? Antworte ich das natürlich auch gerne. Sozusagen bei Video, so begann bei mir eher ja mit Beschäftigung mit Bauhaus. Am Folkwang-Museum gab es ein Videostudio. Das
71, 72. Aber dann war Gary Schumm der sozusagen Video besetzte mit einem gewissen Stil. Video ist Prozess, Landart, Schwarz-Weiß, in Anführungsstrichen langweilig, 1:1. Ton ist immer nur der Live-Ton und die Realität ist eigentlich die Realität. Und dann war ich eben Anfang 74 in New York und kriegte sowas wie eben Namjoon Paik und einige andere als was völlig anderes, was mit dem, was ich unter Video verstand, gar nichts zu tun hatte. Und das machte so irgendwie huppala, was haben wir bisher sozusagen einseitig geguckt, weil jemand eine bestimmte Stilvorstellung hatte, glaubte man, es wäre die mediale, sozusagen Stil und Medium wurde 1:1 gesetzt. Und da wurde es bei Paik natürlich so lebendig und witzig, und das sieht man hier ja auch, die Leute machen gerne mit, weil das Wort Participation, natürlich ein Fluxus, ein böses Wort gegen die großen Brüder, auch eine politische Dimension hatte. Und so ganz schnell eben auch 74 Peter Campus, wo eine völlig andere Dimension, er hat Psychologie ja vorher studiert, hat mit dem großen Film gearbeitet und dann diese Konzentration auf das Live, auf die Situation, das hat mir immer eigentlich, so haben wir die Augen geöffnet, dass Kunst immer vom Betrachter gemacht wird. Auch ein Rembrandt-Bild ist nicht fertig, wenn ich nicht mit dem alten Mann, der da abgebildet ist, auch etwas anfange. Wenn ich sage, es ist schöne braune, gelbliche Malerei, dann ist es schön, aber es eigentlich passiert nichts mit mir, wenn ich nicht dort einsteige. Nur das wird sozusagen thematisiert und wird radikal, wird mir alles Inhaltliche ziemlich weggenommen bei einer Video-Closed-Circuit-Versuchsanordnung, in dem nur ein kleiner Lichtfleck da ist und eigentlich nur eine graue Projektionsfläche oder früher sogar nur der Monitor, weil es noch keine Projektor gab. Und ich selber muss aktiv werden. Ich selber muss diesen Prozess der Wahrnehmung, der Veränderung sozusagen mitmachen. Also zum ersten Mal in der Kunst ist das Kunstwerk nicht fertig, signiert und hängt an der Wand und wird verkauft, sondern es ist ständig sich verändernd in einem Raum des Museums oder einer Ausstellung und ich kann jeden Tag eine andere, neue Erfahrung mit diesem Objekt machen, was für sich nichts ist, eine Versuchsanordnung, aber mit mir als einzelnen Besucher, deshalb so schwierig bei einer Eröffnung mit 4000 Menschen oder wie viel wir hier nun auch waren, ist natürlich die schwierigste Situation. Und trotzdem hat das irgendwie überstanden alles. Dieses hat mich immer fasziniert, deshalb in der Ausstellung auch die Spiegel als ein Nebenthema und die Frage der Faszination, wie ist es so in den 80er Jahren mit dem Spaß. Da sind die zwei, die so, wo auch Humor und Witz reinkommen kann, bis hin zum politischen Franz Reimer, der den Situation Room hier gemacht hat, wo wir an dem Stelle des uns nie bekannten Fotos, Monitor, was immer da oben, worauf die nun Hillary und so erschreckt guckt. So, das wäre mein Bekenntnis. Wenn ich da anschließen darf, wenn man es nicht selber erlebt hat, dieser erste Schock einer Zeitverzögerung. Ich finde, das ist wiederum eine ganz wichtige Dimension, weil Kunst ist immer fertig. Aber dass ein Bild nicht von mir kontrolliert werden kann, was da ist, weil es 8 Sekunden erst später erscheint und deshalb unkontrolliert aufgezeichnet wurde. Und ich gerne irgendwie doch so irgendwie da sitze und ist das denn jetzt auch ordentlich? Und dann sehe ich, das ist nicht ordentlich, aber ich kann es gar nicht kontrollieren, weil das, wo ich es ordentlich mache,
kommt erst 8 Sekunden später. Das ist eine unglaublich verunsichernde Erfahrung, die man aber selber gemacht haben muss und die mit einem Schwarz-Weiß-Foto in einem schönen Kunstkatalog nicht da ist. Gäbe es da noch so Momente im psychologischen Bereich, die Sie eben auch schon erwähnt haben, gerade auch bei Peter Campus, Dan Graham und, die Sie da vielleicht noch mal hervorheben möchten? Ich denke jetzt unmittelbar an diese Installation Shadow Projection, die wir gesehen haben, wo Bill Viola selbst als quasi hilft bei der Justierung der Installation, also und so weiter, von Peter Campus, ja, 74, also ganz entscheidendes Jahr im Übrigen, das Jahr, in dem Buddha TV, ja, auch, ja, das ist das Jahr, in dem Fall, ja, das ist das wahrscheinlich bekannteste, berühmteste, zusammen mit Naumanns wahrscheinlich, ja. Live-Tape-Video-Corridor. In diesem Fall, also schreibt, oder ich habe neulich irgendwo in YouTube eine Aufnahme eines Gesprächs mit Peter Campus gehört, in dem er darüber spricht, zusammen mit Carl Gustav Jung. Und ihn interessiert diese, oder interessierte damals schon und offenbar auch Bill Viola, diese quasi Unterscheidung zwischen Ich und Selbst, Ich als etwas Rationale, Offensichtliche, ja, und Selbst, etwas, was man nicht steuern kann, etwas, was unterbewusst ist und so weiter. Ja. So auch dieser Text von 2010 aus Art in America, von Bill Viola über Peter Campus, trägt den Titel Image and Self. Also das ist nirgendwo, ist, glaube ich, Carl Gustav Jung erwähnt worden, aber die beiden arbeiten sehr damit oder beziehen sich sehr auf diesen Teil der Psychoanalyse. Und ich kann mich auch erinnern, in diesem Katalog von 92, in diesem Düsseldorfer Katalog Unseen Images, dort schreibt Bill Viola oder in einem beschreibt ein bisschen seinen Zugang auch mit Hilfe von Jung und so weiter. Also das ist, was die, ich finde, dass eben dieses Psychologische auch wiederum an ein anderes Problem, auch ein kunsthistorisches Problem oder ein Problem der Querverbindungen wieder hinweist, nämlich auch vielleicht auch auf ein Gespräch, das Sie jetzt hier am 3.12. haben werden mit Horst Bredekamp, wo hier ein Vertreter der Bildwissenschaft sprechen wird, der vom Bild als etwas Lebendigem spricht, ja, im Sinne von Viola und von Campus, wenn Sie wollen. Ja. Wenn ich auch lese, ich habe neulich Ihren wunderschönen quadratischen Katalog von 79 aus Campus-Katalog, ja, für 5 Euro per weiß ich nicht woher, aus dem Netz nochmal bekommen, ja, und durchgelesen und geschaut. Und Sie schreiben auch über Peter Campus damals und auch später, oder Sie vergleichen ihn mit einem Maler und also dieser Vergleich und ich denke, dass dieser Aspekt sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite scheint mir, dass auch dieses Prozessuale dann auch, also nach Ihren Erfahrungen, die Sie gerade geschildert haben, also diese mehr vielleicht ideologischen Erfahrungen, ja, also wir sind interessiert für Prozess, wir sind hier politisch und so weiter, also wir machen Street Video, ja, und hier kommt uns Kunst vielleicht nicht in die Quere, oder wenn, dann nach unseren Prämissen und so weiter. Ich finde, dass ich inzwischen, ja, also insbesondere nach den 90er Jahren und dieser Digitalisierung und Internetisierung, ja, der Kunst und der Gesellschaft, dass eben diese vielleicht damals noch
konfrontierte Positionen, die innerhalb der Videokunst gerade auch seit Anfang der 70er Jahre Bestand hatten, dass sich mehr ein bisschen so vermischt hat. Ja? Und nicht zuletzt, dass durch die neuen neue Kunstwerke und neue Künstler, jüngere Generationen, die eigentlich von diesem älteren, sagen wir so, ideologischen Interessen oder Kämpfen und so weiter auch nicht viel wissen oder auch vielleicht wissen möchten, ja. Und so, das finde ich jetzt als eine Chance, eine vielleicht auch heute für all diejenigen, die Interesse haben, jetzt mit Live-Video, digital oder nicht digital, mit oder ohne Internetanschluss zu arbeiten, das vielleicht neu auferleben zu lassen, weil ich finde das nach wie vor Bilder auf der einen Seite und das Prozess, ja, und wie das eine aus dem anderen entsteht oder ineinander vergeht oder eingeht, nach wie vor eine noch lange nicht erschöpftes Potenzial mit sich bringt. Das war also jetzt nicht wirklich die Antwort auf Ihre Frage, aber auf einige andere vielleicht. Wunderbar, weil es gibt dann die andere Seite, die mir jetzt bei Bill Viola gar nicht so klar war, was bei Video Closed Circuit natürlich zunächst auffällt, könnte diese politische Dimension der Überwachung, dass das, Sie zitierten den der Riese von Clear, kurz, wer es nicht kennt, 1984, es ist eine Halbstunden-Video, was irgendwann wie ein Krimi wird. Haben Sie gesagt, halbe Stunde? Ist eine halbe Stunde oder das noch länger? Das ist 83, ich habe das neulich, also mit meinen dänischen Studenten, sie müssen das schauen, ja, oder sie tun das auch gerne, das dauert 90 Minuten. Oder 90, ist jedenfalls sehr lang. Ja, aber, sehr spannend. Aber es wird sozusagen irgendwann spannend, weil man sagt, es kann doch nicht wahr sein. Mit dem Bewusstsein 1984, wir leben in einem Überwachungsstaat, es wird ein weißes Auto über die gesamte Stadt weiter verfolgt. Und nur mit dem rauf, waagerecht und senkrecht laufenden Überwachungskameras. Irgendwann taucht das Auto wirklich wieder auf. Und diese Vorstellung, dass die ganze Stadt vernetzt war, wir reden von der Mitte der 80er Jahre nach 77 und was immer man mit RAF und deutschem Terror, das ist ja jetzt ein ganz anderer Begriff, überhaupt zu verbinden war. Und was heimlich irgendwo in unseren Städten installiert war und nicht nur in der Bank, wo man es ja vielleicht noch am ehesten verstehen kann, dass wir auch unsere Museen zum Teil ja auch überwachen. Ist dieser Aspekt irgendwie noch mal weitergegangen? Weil das, glaube ich, ist jetzt in neueren, also neueren seit den 80er Jahren, Installationen auch nochmal in diesem politischen Begriff der Überwachung weitergegangen? Also ich denke unmittelbar an diese drei großen, also unter vielen anderen nehme ich an, aber ich denke an drei große Ausstellungen, die das zu ihrem Thema gemacht haben. Die eine war in Los Angeles, in Lace, Los Angeles, in 84 mit Dieter Frohse und vielen anderen auch. Dieter Frohse? Ja, Dieter Frohse war mit seinem Not Model for Big Brother's Bicycle, aber auch mit vielen anderen. Und dann 94 in MIT, das war auch eine spezialisierte Ausstellung mit einigen Closed-Circuit-Video-Installationen und mit diesem speziellen Thema. Und dann 2002 in ZKM, ja, mit Controlled Space, ZRL Space. Ja. Und man sieht, wenn man diese eher dünne Kataloge liest, ja, die bei denen immer wieder rekurrierend natürlich auf Foucault und so weiter angesprochen wird, man sieht, dass sich das durchaus natürlich mit der Zeit verändert und dass die
Witz der Künstler natürlich sich, das, also was die Künstler machen, sie passen sich an. Also, ja? Und das, dass in diesem letzten Zusammenhang gewinnt ein australischer Künstler, Daniel Beauvoir, Preis mit einer Arbeit, die, ich weiß es nicht, ist das Closed Circuit, ist das eine konzeptionelle Arbeit, Performance, Installation, jedenfalls schreibt er etwas dem Herrn, der in Überwachungsraum und hält ihn vor der Kamera, ja? Hey, mach mal jetzt nach links, nach rechts, ja, schau oder und so weiter, ja? Also er gibt ihm oder ihnen Anweisungen und so weiter. Also es ist begegnet das auch so ein bisschen mit Witz und mit verschiedenen anderen, also verschiedene Aspekte kann man auch sehen. Ich denke jetzt an Michael Neimark, der einen Überwachungskamera, wie nennt sich das? Ich habe jetzt vergessen den Titel oder wie diese Apparatur heißt. Also diese Apparatur ist in der Lage, die Überwachungskamera zu detektieren, oder wie sagt man das jetzt, festzustellen und sie blind zu machen für eine Weile, nicht sie zu zerstören. Ja? Spiegel oder? Nein, das ist so eine elektronische, das sieht wie so eine ganz teure Ausrüstung für einen professionellen Killer, ja? Also so sieht das aus. Und das in diesem Fall. Oder ich erinnere mich jetzt an auch, ich weiß es nicht, an andere Künstler, die ein ganzes Mapping von Manhattan, also Mapping von Überwachungskameras in Manhattan gemacht haben, also Videokünstler wie wie ist sein Vorname jetzt? Bill Byrne, ja, und so weiter. In New York. Sie haben das schon irgendwann Mitte der oder Ende der 70er Jahre gemacht und auch im Whitney Museum of American Art ausgestellt. Und dann zuletzt oder last but not least die heutigen sogenannten Tagging-Technologien. Ja? Das heißt, wie sie auch ohne visuelles im virtuellen Raum nachvollzogen werden können. Ja? Also man schreibt oder man hat ein Bild oder man hat irgendetwas, irgendein Objekt im virtuellen Raum, ja? Und da werden Tagging-Wörter aufgeschrieben, damit diese Sachen wieder gefunden werden. Ja? Also diese Technik, sogenannte Tagging-Technologien, ja? Also wie man sozusagen welche auch immer Ereignisse im Netz zurückverfolgt, überwacht werden können und dann vielleicht wirtschaftlich verwertet werden. Also sie sind schon immer auch außerhalb dieses unmittelbaren visuellen Bereiches gewesen und werden dann auch weiterhin, also werden jetzt mit anderen Mitteln, werden diese, sagen wir so, ein bisschen Kämpfe zwischen Kontrolle und Freiheit und so weiter geführt. Und die Künstler sind dann natürlich, also das Natürliche, wie ich finde, das Natürlichste für die Künstler war, von Video und von diesen auch älteren politischen Ideen von Community TV und so weiter, ja, einfach zum Netz zu wechseln. Ja. Und man weiß es jetzt nicht, wie das jetzt die nächsten Schritte aussehen. Wir überziehen jetzt natürlich ein bisschen, aber eine wichtige Frage muss natürlich immer kommen, auch wenn sie banal ist. Wenn man so über so viele Jahrzehnte ein bestimmtes, ich sage jetzt ruhig mal bewusst, Medium beobachtet, kommt natürlich die Frage, und wie geht das weiter? Was passiert dann noch? Mir fällt da einmal der Flashmob, gehört das da rein? Also eben die Netz-Live-Aktivitäten, die daraus entstehen können, kann das Kunst sein? Wo ist da die Grenze zur Event, zum Aktionen? Und was wir in der Ausstellung ja bewusst einbezogen haben, Falsness, der Live-Performance etwas macht und ich als Besucher kann nicht unterscheiden, ist das ein Betrachter oder wie ich dann irgendwann wahrscheinlich doch leise merke, dass das ein Performer ist, der angestellt ist, wenn die Frage kommt und ja, also nicht nur yes sagen, sondern jetzt ziehe ich mal aus,
Und dann ziehen sich zwei aus und ich stehe da und sage, naja, also Jacke ziehe ich ja vielleicht noch aus, aber so, wo ist da sozusagen, ist das eine Fortsetzung dieser Closed-Circuit-Situation einmal im Netz und einmal in der Live-Performance? Gibt es da noch anderes oder was Sie fasziniert in diesem Thema Video-Closed-Circuit? Also mich hat persönlich dann interessiert, und das habe ich nicht jetzt so eingeplant oder konzeptionell gearbeitet. Also nach dieser Arbeit oder Interesse an analogen Live, Video, Closed Circuit oder dann auch digitalen und dann auch an Netzkurs und so weiter, es würde mich eigentlich viel mehr in einem Rückwärtsgang zu den Fragen, also wie funktionierte das Ganze mit naturanalogen Mitteln, also ohne Elektronik, das heißt Spiegel. Ja, also das war für mich so, auch als Kunsthistoriker oder interessiert in Kultur, Historie und so weiter, und auch in die Tatsache, dass wenn man die ganzen Spiegel aus dem Gemälden, dem wichtigsten Gemälden der Kunstgeschichte rausnimmt, dann würde eine andere Kunstgeschichte entstehen und so weiter. Also es ging einmal in diese Richtung, und auf der anderen Seite eben das Nicht-Visuelle, also Closed Circuit und das Prozessuale, das ist immer sozusagen, wird die Schwelle, deshalb diese Thematik bei Viola bleibt dazwischen, er muss auch dazwischen bleiben, weil diese Schwelle ständig unter oder überschritten wird, diese visuelle Stelle, und deshalb führte mich das auch wirklich ganz in eine andere Richtung, in Richtung Interesse, in Richtung Materialität und was geschieht mit uns, was geschieht zum Beispiel von diesem Genom, menschlichen Genom, ja, und so weiter, Genomforschung, ja. Also danach kam ein anderes Paradigma, nämlich Mikrogenomforschung oder unsere aus was bestehen wir, zum Beispiel der Mensch, ja? Es leben Milliarden von Bakterien in uns, ja? die uns tatsächlich die etwa 2 Kilo von unserem Gewicht betragen, ja? Und das sind einzelne Bakterien, die sind unglaublich alte Bakterien, die uns bei allen diesen metabolischen Prozessen und bei allen möglichen helfen, und das habe ich, wie gesagt, parallel sozusagen an Seite schauen bei den Künstlern, die sich damit beschäftigen, also nicht zuletzt meine Partnerin Sabine Kaczunko, und jetzt sind wir wirklich ganz mit Bakterien beschäftigt, ja, diese Visualisierungsmöglichkeiten der Bewegung und der Bildung von Biofilm, der Bildung von neuem Leben. Also die Bakterien entstehen durch einen nicht sexuelles Prozess der Teilung. Das können Sie quasi mit diesen ganz weit avancierten Technologien der Live-Videoüberwachung jetzt, also Sie können unglaublich weit vordringen. Das ist jetzt noch nicht Nano-Ebene, aber das ist eine Live-Ebene, ja. Und deshalb gibt es diese Ebene, diese Fluoreszenzmikroskopie, alle möglichen Mikroskopien, und diese eine vergleichbare Untersuchung in diesen Bereichen ist etwas, was ästhetisch und auch sagen wir so narrativ mit fast nichts zu vergleichen ist, aus meiner Perspektive. Das ist unglaublich spannend. Der Weltpreisträger mit seiner Forschung ins die Verbildlichung der immer noch kleineren Teile, wäre das so ein Beispiel? Ja, absolut. Ah, ja. Ja. Und das ist, man kann sich diese, wie gesagt, Mikrobiomforschung, also wir reden von Ökologie, aber unsere Ökologie, ja, in unserem Bauch, vor allem im Mund und in unserem Bauch, also das ist eine Ökologie, die eigentlich noch viel weniger erforscht oder bekannt ist wie die draußen. Ja. Und wenn man die beiden verbindet, und dieses Closed Circuit ist auf allen Ebenen nachvollziehbar, ja,
nur so staccato-artig, ja? Das ist nicht ganz, ja? Ohne Zeitverzögerung und anderen Tricks und so weiter und Visualisierungs- oder Stainingstechniken oder Verfärbungstechniken und so weiter nachvollziehen. Das ist etwas, wo im Moment auch so forschungstechnisch auch im Bereich der also in medizinischen und allen möglichen Bereichen Kunst und Wissenschaft und Gesellschaft und so weiter wunderbar zusammenkommen. Und ja, das finde ich im Augenblick ziemlich spannend. Sind jetzt Mutige, die Fragen haben? Jawohl, da einmal. Ja, bevor ich nicht dazu komme, ich bin hier mit einer Frage hingekommen, die mir tatsächlich auf der Seele brennt. Und zwar, der Bill Viola macht ja jetzt keine Closed Circuits mehr und zwar auch ganz dezidiert nicht, also hat sich davon auch abgewendet. Und weil er sagt, dass es eben wichtig ist zu gucken, und da komme ich auf das, was Sie vorhin mit dem Rembrandt-Bild gesagt haben, denn bei jedem klassischen Bild ist ja im Prinzip schon die Interaktion zwischen Betrachter und Bild gegeben. Und Bill Viola ist eben ebenfalls der Meinung, dass es darum geht, eigentlich zu gucken, wie man zu einem mentalen Bild kommt, für das man gehen kann. Und das ist ja das, was bei Closed-Circuit-Situationen eigentlich eher nicht gegeben ist. Man spielt da, man kontrolliert seinen Anzug oder man ist im Materiellen, wenn man es jetzt auf der Bio-Ebene meinetwegen, wie Sie es jetzt ausgeführt haben, betrachtet, aber man kommt eigentlich nicht zu einem mentalen Bild. Wie würden Sie das sagen? Machen Sie ja, ich finde, dass diese Abwendung und dass dieser Paradigmenwechsel so nicht unbedingt stattgefunden hat. Also es ist wahr, dass Les Levine, Bill Viola, Dan Graham zum Beispiel, wer noch? Peter Campus und so weiter, die alle haben zwischen 71 und 76 das gemacht und so weiter. Aber es gibt verschiedene Gründe. Zu dem Zeitpunkt kommt es etwas mit Video in Farbe und neue technische Möglichkeiten, die dann das ganze Feld dann auch vielleicht ins Rütteln oder und so weiter gebracht haben. Zu dem Zeitpunkt wurde Reagan für Governor of California gewählt und zu dem Zeitpunkt wurde dieses ganze Förderungssystem in Amerika eigentlich von Gruppenarbeit am Video und so weiter zum individuellen Arbeit gelenkt. Ja? Also es sind viele verschiedene, also es ist eine komplexe Situation durch nicht zuletzt die technologische Entwicklung und so weiter, die dazu geführt hat, dass es sich eigentlich auch nicht unbedingt nicht so viel Sinn machte, ja, ein nicht manipuliertes Bild oder Live-Bild oder Footage, Video-Footage sich damit zu beschäftigen, sondern diese ganzen Möglichkeiten, die am besten, also mit am besten Pike auch dann immer direkt quasi live eingebaut hat in seine Arbeit, auch Laser und alles Mögliche, was dann in der nach und nach kam. Also das eröffnete natürlich die Möglichkeit für die Videokunst und ich glaube, dass diese psychologische oder Seite oder Forschung der also diese Unterscheidung zwischen Ich und Selbst oder diese im Nachhinein Beschreibung der eigenen früheren Closed-Circuit-Video-Installation als fast eine Art Illustration von psychoanalytischer Forschung, dass das etwas vielleicht nicht genau so gesehen wurde zum Zeitpunkt des Entstehens. Ja? Das waren andere aus meiner Sicht, also das kann Herzog hat wahrscheinlich viel besser noch als Witness erzählen, dass diese Spannungen auch zwischen diesen verschiedenen Richtungen einfach wie heute auch zwischen verschiedenen Kunstsparten dann auch zu verschiedenen Entscheidungen und Erfolgen oder auch Misserfolgen geführt haben. Also ich denke eben auch, wir haben da mit Künstlern zu tun, die eins vermeiden,
ich mache ein marktkonformes Objekt und das muss ich wie Lüpertz 15 Mal eine kleine Variante machen und dann kann ich es eigentlich 15 Mal noch besser verkaufen, sondern Sie machen eine Arbeit, die eine Erfahrung ermöglicht und wenn sie gemacht ist, gehe ich zu einer anderen Arbeit und mache etwas Neues, anderes. Und so hat es auch sehr lange gebraucht und eigentlich war es dann zu spät. Bei Peter Gembus, der sagt, mach doch eine Dreierauflage bei deinen, wie viel sind es, 18 Installationen, die eigentlich wirklich da nur da sind. Weil irgendwann waren sie dann wirklich verkauft und zu Spottpreisen zu Anfang. Und die 15. Variante, ich will jetzt extra keinen Namen sagen, eines Bildes, wird zum 10-fachen Preis verkauft und irgendwas stimmt da nicht. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, dass es wirklich um Kunst, um Erfahrung, um die Gestaltung eines Werkes geht und nicht den Kunstmarkt zu bedienen. Und das Zweite, dass dann natürlich doch sich das etwas verändert, wenn die Technologie, diese Dinge sind ja alle mit kleinen Schwarz-Weiß-Dingen gemacht, wenn die Technologie sich so wunderbar entwickelt zu Farbe, zu großer Projektion, dass ich dann als Künstler fasziniert bin, doch das Bild zu kontrollieren und Bilder zu machen, die ich gestalte und nicht nur, die der Betrachter gestaltet. Man könnte das vielleicht konservativer werden oder älter werden nennen. Und deshalb wäre eben die Frage, haben jüngere Künstler jetzt da andere Ansätze, frischeren Zugang? Wäre das im Internet mit der ganzen Offenheit und völligen Unkommerzialität, wäre das vielleicht irgendwo zu vergleichen? Und in 5 oder in 10 Jahren haben wir dann irgendeine Entwicklung, die wir dann sozusagen zurückverfolgen können. Es ist ja meist, dass wir Kunsthistoriker auch ein paar Jährchen brauchen, bis wir bestimmte Entwicklungen sehen. Und jetzt gar nicht mal wir, sondern die Jüngeren und die noch Jüngeren, die dann eigentlich sich damit beschäftigen. Gerne. Wenn ich noch eine Frage anschließen könnte. Jetzt haben Sie von der Erfahrung gesprochen. Und das ist vielleicht eigentlich was, was ich sehr spannend finde. Diesen Erfahrungsbegriff, den Bill Viola jetzt nutzt, denn das ist ja immer noch ein Erfahrungsbegriff, nur eben anderer, als der zu den Closed Circuits. Und da könnte man vielleicht nochmal auch direkter zu seinem Werk was sagen und nicht nur so generell über Closed Circuit. Das hatte ja Slavko Kaczunko eben so schön gesagt, nehmt das nicht als Gegensatz, sondern diese Erfahrung ist das Entscheidende. Ne? Und die Erfahrung ist beim jetzigen Bill Viola natürlich noch mehr da, für manche ist es zu viel, aber es ist genau die Kontrolle eines Bildes. Er kann das Bild gestalten, so wie er es möchte. Wenn ich hinzufügen kann, also die Frage nach metallem Bild, der hat auch zu tun mit jungschen Begriffen oder Theorie vom Archetypen. Ja? Und das hat Bill Viola auch ausdrücklich dann auch darüber gesprochen und geschrieben. Archetyp, archetypisch, also in diesem Zusammenhang jetzt in seinen letzten 20 Jahren, die Richtung, in die sich vielleicht seine Inszenierungen entwickelt haben, ja, und die Erfahrung und alles andere, was dazu gehört. Aber vielleicht ist das wichtigste Wort die Kontrolle, und die Sie angesprochen haben. Das ist jetzt noch eine kunsthistorische, vertikale Vergleichsarbeit wäre vonnöten, um vielleicht von Duchamp zu Pike und von Naumann zu Campus und zu Bill Viola, sie alle 5 zum Beispiel zusammenzutun und zu sehen und zu fragen, inwiefern die Kontrolle tatsächlich hier vielleicht entscheidend ist und nicht vielleicht diese Dialektik zwischen, die man sich vorstellt, hier ist Kontrolle und hier ist Spiel, ja, also, oder und inwiefern diese 5 Künstler vielleicht in einem vielleicht für uns altmodischen
avantgardistischen Sinne fungierten und nach wie vor fungieren, wo es sich darum geht, die letzte Kontrolle behält der Künstler. Das finde ich auch interessant, ja, weil das ist etwas, das ist ein ganz schmaler Grad. Der Künstler kann jetzt nicht viel mehr zulassen oder ohne dass das ein Zirkus wird, ja. Und dazu hat sich Bruce Nauman geäußert: I mistrust the audience participation. Ein sehr arroganter Satz, würde ich sagen, ja. Aber es hört sich so an, ja. Aber das ist diese Duchampsche, das ist diese avantgardistische. Und ich finde, dass Bill Viola, der noch als sehr, noch fast der ersten Generation zugehörig, auch wenn es überhaupt nicht, also 20 Jahre jünger als Spike, ja. Aber der hat noch alles mitbekommen, also diese ganze Hippie hier und die mehr bürgerliche da und hier Technologie und Vasulkas und so weiter. Also er hat sozusagen diesen Dreh oder nicht erwischt, sondern er sich erarbeitet, ja, und keine, wie ich finde, und ohne dass er ganz weit weg von seinen Ursprüngen und von seinem, ja, Ausgangspunkt gegangen ist. Er hat es wirklich entwickelt, ob das jetzt einem gefällt oder nicht, weil sich heute in der Werbung dann auch, wenn ich heute in der Werbung sehe, dann das fällt ein Mann ins Wasser, ganz tief ins Wasser, dann denke ich an Viola und nicht umgekehrt. Oder wenn ich in MTV was sehe, also dann denke ich an Pike und jemand anderes nicht vielleicht und so weiter und so fort. Und das ist jetzt diese andere Problematik, die wir damit öffnen. Also Kontrolle ist das Wichtige, also sozusagen aus meiner Sicht die wichtige Problematik, die sich mit Blick auf das Live, wie wir das jetzt hier kontrollieren und gestalten. Noch einen schönen Beitrag. Ja, vielen Dank. Also wirklich beeindruckend ist, wenn wir uns jetzt diese frühen Jahre der Medienkunst anschauen, also auch die Korrespondenzen, nicht nur zur Wissenschaft, weil es nun mal um unterschiedliche Logiken und Vorgaben geht, aber auch das, was eigentlich so Wissenschaftstheoretik auch an den Rändern basiert ist. Ja? Wenn ich zum Beispiel denke, mit welcher Ausführlichkeit eigentlich all diese Arbeiten, auch die angesprochenen, egal welche Namen wir jetzt hier anführen, ja, zum Beispiel, wenn ich darauf verweise, auf ein völlig anderes Verständnis von Form, ich denke, dass Ihnen das bekannt ist, also von George Spencer Brown, das Formkalkül, ja, und eben die Einführung des Beobachters, ja, als Terminus aber, ja, also sind auch die Beobachterinnen eingeschlossen natürlich, dass nun mal, wie am Anfang der Veranstaltung gleich gesagt würde, in welchem Ausmaß der Betrachter an diesen Arbeiten eben weitermachen kann, ja weitermachen muss. Das kann er natürlich bei einem Rembrandt-Bild genauso, ist ganz klar. Also es kommt also letztendlich wiederum darauf, auf Dispositionen, auf Vorlieben, auf Biografien und so weiter. Aber das ist aber was Spannendes eben nach wie vor und sehr wohl in der Unterscheidung zur Wissenschaft eben, dass es ihm nach wie vor geht um einzelne Individuen, die mit ihren ganz spezifischen Intentionen und Faszinationen einer Sache arbeiten und dass es immer weiter auch das gibt, was man als künstlerische Logiken bezeichnen kann, egal von wo die Bilder herkommen, ne? Aus dem Internet und so weiter und so fort. Wir haben Sie jetzt anderthalb Stunden inhaltlich und zeitlich mit der Verzögerung noch länger. Deshalb vielleicht so, gibt es einen Schlusssatz? Dann würde ich Ihnen gerne überlassen, bevor vielleicht als Anschluss zu dem, was Sie gesagt haben, an das, was Sie gesagt haben, finde ich, oder das war eigentlich auch unabhängig von Entwicklung vielleicht in der Kunst oder in der Technologie oder einfach parallel, ja, diese parallele Konvergenzen und Divergenzen, die sich
also nach dem Zweiten Weltkrieg und dann aufwärts entwickelt haben. Hier ist aus meiner Sicht auch Systemtheorie, hat Systemtheorie eine wichtige Rolle gespielt, die sich dann auch in alle Richtungen entwickelt hat. Und dann kam Soziologie mit Niklas Luhmann und so weiter, der sich an Gregory Bateson wieder und so weiter. Also diese ganze erste, zweite, dritte Schicht der Cybernetic Theory oder Biosemiotik und so weiter. Und also auf, über diese Wege oder Umwege, Kurzwege oder und so weiter, kommt man auch, finde ich, nur so kann man nachvollziehen, wie jemand von Closed Circuit dann zu den Spiegeln springt und dann zu Bakterien. Aber dennoch, ja, dem Hier und Jetzt und diese nicht auflösende Spannung verhaftet oder treu bleibt. Ich möchte mich herzlich auch in Ihrem Namen bei Slavko Kachunko bedanken, dass er uns so intensiv in das Gesamtthema, aber dann auch so intensiv in ein eigentlich in der ganzen Literatur eigentlich unbekanntes Thema heute eingeführt hat, diese frühen Closed-Circuit-Installationen, außer He Weeps for You, aber alles, was davor war, ist ja wirklich, sagen wir mal, noch so zu entdecken, dass wir hoffen, dass Bill mal bereit ist, es auch uns zu zeigen. Dann danke ich Ihnen und bin dankbar, dass Sie ausgeharrt haben. Und der Schluss noch, diese kleine Idee, dass in der 3-Millionen-Stadt ich im Taxi fahre und an der Straßenseite stehen die Kachunkos. Ich meine, es kann nicht System und Zufall besser beschrieben werden. Ja, vielen Dank.